ich und meinem Ehemann haben schon lange ein Kind gewünscht, aber das hat nicht geklappt. Frau Kouassi wurde uns vorgestellt von ihrer Frauenärztin, weil sie da im Rahmen der Untersuchung, die durchgeführt worden war bei einem Kinderwunsch, ein großes Myom mitten in der Gebärmutter gefunden hatte. Und das war so ungünstig gelegen, dass eine Schwangerschaft so nicht möglich oder sehr unwahrscheinlich gewesen wäre. Sie hat sich immer ein Kind gewünscht. Sie wollte immer Kinder haben. Wir haben dann mit Frau Kouassi besprochen, wie man das Myom entfernen kann und haben uns aufgrund der Größe für eine Operation per Bauchspiegelung entschieden. Zum Glück muss man sagen, weil dabei haben wir noch ein weiteres Problem entdeckt, nämlich die Endometriose. Das Myom, das ließ sich sehr, sehr gut entfernen und das Ergebnis war auch sehr schön, aber die Endometriose führt natürlich auch dazu, dass man sehr schlecht schwanger wird. Dr. Jakob war sehr einfühlsam. Und sie hat mir alles gut erklärt. Wir haben die Endometriose in der gleichen Operation nicht operiert, weil das relativ ausgedehnte Operationen werden und darüber hatten wir ja im Vorfeld nicht gesprochen. Also Frau Kouassi war dafür nicht aufgeklärt, deshalb haben wir dann ihr einmal das Krankheitsbild erklärt, was man alles machen kann. Man kann nämlich zum Beispiel auch eine Hormontherapie versuchen. Und die hat leider auch nicht geholfen, sodass sie weiterhin Schmerzen hatte und wir dann in einem zweiten Eingriff auch die Endometriose saniert haben. Plötzlich, ich war müde und mein Haupt juckt. Zwischen der Operation und ihrem Anruf sind, glaube ich, 6 Monate vergangen. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, Frau Jakob, ich habe ein Problem. Und ich dachte schon, oh je, jetzt ist die Endometriose wiedergekommen und wir müssen uns den Bauch nochmal angucken. Und dann vervollständigte sie den Satz aber mit, Frau Jakob, ich habe ein Problem. Ich bin schwanger und mir ist sehr übel. Als ich gehört habe, dass meine Frau schwanger war, ich konnte erst mal daran nicht glauben, weil ich dachte, sie macht ja einen Witz. Das hat sich wie ein Lauffeuer die Nachricht verbreitet, Frau Kouassi ist schwanger und alle haben sich wahnsinnig gefreut. Ich war wie ein Traum. Wir haben jetzt unsere Prinzessin und sie macht uns glücklich.